So, wir wollen heute mal einen Blick auf Friendcash werfen. Das ist eine Applikation, die ein altes Problem zu lösen versucht, und zwar ja, die Verwaltung von Ausgaben, die von einem bezahlt werden, am Ende aber durch mehrere Personen geteilt werden sollen. Nehmen wir eine Reise als Beispiel. Ihr seid mit drei Personen unterwegs, man geht ab und zu essen. Der eine bezahlt meinetwegen die Bootsfahrt, der nächste bezahlt irgendwie das Restaurant und der dritte dann den Besuch im Zoo. Und am Ende des Urlaubs wollt ihr das mehr oder weniger fair untereinander verteilen und hier versucht Friendcash zu helfen. Da gucken wir einfach mal rein. Wenn ich die Anwendung öffne, ist die ganze Sache hier in Events verteilt. Ich habe jetzt hier schon mal eins angelegt, das nennt sich Reise. Ich lege mal noch ein zweites an und nenne das meinetwegen Sporttour. Hier sieht man auch, man kann die unterschiedlichen oder man kann sich unterschiedliche Währungen aussuchen, kann noch einen Kommentar vergeben. Ich lasse das jetzt mal so und sichere mir die ganze Geschichte hier als zweites Event. Das ist dann hier in diesen Checkkarten drin. Ich kann dazu jetzt die Freunde hinzufügen oder meine Kontakte, die an dem Event beteiligt waren. Das geht, wenn ich hier oben drauf tippe, kann jetzt sagen, füge mir die Kontakte hinzu. Habe hier schon meine Favoriten, könnte mir auch das ganze Adressbuch anzeigen lassen. Ich nehme jetzt einfach mal die vier aus den Favoriten und sage, ja, die haben da mitgemacht. Spring hier mal wieder zurück in die Events und habe jetzt hier meine beiden Events drin und kann dann jedes Mal, wenn so eine Ausgabe ansteht, das iPhone aus der Tasche nehmen und sagen, alles klar, ich tippe jetzt auf die Reise und dann hier unten auf dieses kleine Plus in der Mitte vom Bildschirm und füge eine neue Ausgabe hinzu. Dann kann ich auch so einen Wert bezahlt. In dem Fall sagen wir mal Christian. Für was hat er bezahlt? Sagen wir mal, es war ein Essen. Also hier liegt es natürlich an euch, wie detailliert ihr die ganze Sache dann aufschlüsseln wollt. Und wie viel hat es gekostet? Ich würde sagen, 150 € haben wir bezahlt und kann mir dann jetzt noch aussuchen, wer war denn eigentlich alles mit dabei. Also Belinda war meinetwegen nicht mit beim Essen, die war gerade krank. Dann speichere ich die ganze Geschichte und habe jetzt hier die eine Ausgabe für den 16. August. Meinetwegen geht der Tag dann ein bisschen weiter. Wir gehen abends noch surfen. Da hat dann meinetwegen Goni bezahlt. Die hat surfen, zack, 372 € und 88 € bezahlt. Und diesmal war meinetwegen Hansel nicht mit dabei. Die ganze Sache speichern wir wieder und sehen dann hier unsere Ausgaben. Können hier auf die Freunde drücken und schauen, wer hat noch Schulden, wer hat mehr bezahlt und können uns dann hier hinten anzeigen lassen. Am Ende des Urlaubs, wenn wir dann unsere 54 Events da drin haben, wo immer jemand Unterschiedliches bezahlt hat, wer an wen wie viel Geld gibt, damit alle am Ende wieder quitt sind. Und wir sehen das hier, wenn Belinda irgendwie 125 € an Gonny bezahlt und Christian 24 und Hansel nochmal 50, dann hat keiner mehr Schulden und alle haben es irgendwie relativ fair, alle haben relativ fair den Urlaub überstanden. Wir können dann hier einen Report generieren, die ganze Sache per E-Mail rumschicken, damit auch jeder nochmal weiß, für was er eigentlich bezahlt hat und warum jetzt die Rechnung meinetwegen so hoch ist. Oder einfach im Freundeskreis ist das wahrscheinlich nicht so wichtig, aber wenn man dann eher geschäftlich unterwegs ist, damit auch alle das Gefühl haben, dass sie da fair behandelt worden sind. Die ganzen Events hier lassen sich archivieren und wir haben die Möglichkeit, wenn wir Lust haben, die Dropbox noch zu verbinden, um dann die ganze Sache auch nochmal online zu speichern. Hier gibt es noch Settings, da steht nicht viel drin. Da kann man die Applikation nochmal bewerten und hier unten Daten importieren. Ja, und das war es im Großen und Ganzen. Friendcash, wie gesagt, mehrere Events, mehrere Freunde anlegen und einfach eine Übersicht haben, wer wie viel Geld ausgibt. Ein sehr angenehmes Feature, eine sehr angenehme Applikation. Wer schon mal im Urlaub war mit mehreren, der wird das zu schätzen wissen, weil da gibt es dann wirklich immer die großen Strichlisten, wo man dann draufschreiben muss, oh ja, wir waren doch heute oder haben doch heute das und das gemacht und so weiter und so fort. Die ganze Geschichte lässt sich übrigens auch noch editieren später, wenn man dann sagt, oh Mensch, Christian, der hat ja für zwei Mann gegessen hier bei unserem Essen, den sollten wir lieber ein bisschen mehr berechnen, dann kann man das hier auch noch einstellen. Also wie gesagt, Friendcash eine sehr tüchtige und brauchbare Applikation. Vielen Dank fürs Zuschauen.